Latein gilt als tote Sprache und bei vielen Schülern auch als todlangweilig. Übersetzen, Vokabeln, Büffeln, Grammatikpauken kennt man alles. Und am Essener Helmholtz-Gymnasium, da geht es natürlich auch nicht ganz ohne. Aber da hatten die Schüler wirklich eine geniale Idee, wie man dieser toten Sprache Leben einhauchen kann. Nominativ. Lateinunterricht bei Pascal Schremp in der Klasse 8a am Essener Helmholtz-Gymnasium. Es geht wie immer um Grammatik zum Einschlafen. Und Yassin träumt. Wir müssen uns behelfen, wir brauchen eine Avete patris, ave. Proximo senatu patre meum necabimus. Wait. Yassin und seine Mitschüler sind Senatoren in Zeiten von Julius Caesar. Sie sprechen nicht Deutsch, sondern Latein. Dieser Traum ist wahr geworden. Die Achtklässler drehen mit ihrem Lateinlehrer tatsächlich einen Film über Caesar. Und zwar im Essener Dom. Hier sieht es ein bisschen aus wie im alten Rom, meinen die Schüler. In dieser Szene geht es um die berühmte Verschwörung gegen den mächtigen Diktator Caesar. Das kannten sie bisher nur aus dem Lehrbuch. Jetzt spielen sie den spannenden Stoff selbst nach. Caesarem necabunt. Ita faciamus! Me Hercule, necesse es nos Caesarem catiurem facere. Ich bin der Manius, der Landstreicher, der dann probiert, den Caesar zu warnen. Also ich fühle mich schon als sehr wichtig, weil ich bin ja auch einer der Hauptverschwörer. Ich musste ja erstmal überzeugt werden, aber dann bin ich schon ein bisschen stolz darauf auch. Gehüllt in Gewänder, bewaffnet mit Helm und Dolch, so tauchen die Essener Schüler in die römische Geschichte ein und erwecken die lateinische Sprache zum Leben. Vorher war ich jetzt auch ein bisschen so, ah ja, lateinische Sprache ist eher tot, aber ich fand es auch spannend, die zu entdecken. Und jetzt durch diesen Film denke ich auch, dass es ein großer Schritt war, dafür für auch die Jugend, dass sie das, ja, super finden. Ich denke, sie kennen das auch, wenn man irgendwie in der 20. Lektion ist und nur noch übersetzt, dann ist das halt etwas langweilig. Und da kommt das halt ganz gut, dass man mal so ein Projekt macht. Das ist halt was anderes. Hier hat man jetzt so ein riesiges Stück mit reellen Hintergründen, allen möglichen. Und das ist dann schon super, macht Spaß. Spaß, der sich auch gelohnt hat. Beim Bundeswettbewerb Fremdsprachen erhielten die Schüler für ihren Kurzfilm den zweiten Preis. Beim Drehbuch war ihr Lateinlehrer behilflich. Der Rest lief von allein. Uno, du, unus, du, tres. Mach dir noch mal einmal. Eigentlich ist das leichter, als man das denkt, in dem Alter. Die sprudeln ja vor Kreativität. Man muss eigentlich da nicht groß Vorarbeit leisten. Man merkt, die sind motiviert, die haben Spaß daran und das läuft. Und Sie haben, glaube ich, auch ziemlich viel Spaß daran, oder? Das kann man sagen, ja. Tum impetum in caesarem faciamus, ad illum festinabimus, et gladius cultisco corpus eos terrebrabimus. Für Caesar ist die Zeit gleich abgelaufen. Er läuft seinen Mördern direkt in die Arme. Für die Essener Lateinschüler dagegen ist noch lange nicht Schluss. Das nächste Filmprojekt ist schon in Planung. Postremo, populus romanus a tyrannus liberatus est. Etiam tu, mi fili.